Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, Royal Secret und ich sind jetzt hier beim Mollernstall bei Stacy und wir wollen uns mal die neuen Rennen anschauen. Und ja, den Anfang habe ich ja schon einmal gelesen in den News, aber wir machen das natürlich nochmal. Oh hi, bist du mit den Bobcats befreundet? Ich könnte gerade Hilfe gebrauchen. Ich heiße Stacy und bin gerade erst nach Moorland gezogen. Ich war früher in dem Reitclub von Lorettas Cousine, Eliza, und da haben sie und Tan mich eingeladen, bei den Bobcats mitzumachen. Ich bin so froh, dass ich einen neuen Club habe, mit dem ich trainieren kann. Aber ehrlich gesagt, das Trainingsprogramm hier lässt etwas zu wünschen übrig. Die Geländestrecken sind toll, aber ein außergewöhnlicher Club braucht auch Disziplin. Wir brauchen einen genauen Zeitplan und feste Routinen, wenn wir Pferde und Reiter gut auf alle möglichen Wettbewerbe vorbereiten wollen. Loretta hat mir erlaubt, hier auf der Koppel Cavaletti- und Springreitstunden zu geben. So können wir unser Bestes aus uns herausholen, indem wir einander unterstützen. Wenn sie mehr trainieren, werden die Bobcats in den Wettbewerben gefährlicher denn je. Und da du eine Bobcat-Jacke hast, musst du eine von uns sein. Ich würde dich super gerne unterrichten. Aber noch fehlen mir die Kegel, um die Strecke aufzubauen. Hast du hier irgendwo welche gesehen? Wenn du welche findest, bring sie bitte her, damit meine erste Unterrichtsstunde beginnen kann. Okay, auf geht's. Den ersten haben wir hier hinten schon, habe ich gestern hier schon gesehen. Den sollen wir ein. Dann, ja, doch, sind ein paar verteilt. So. Da hinten eher nicht mehr. Okay, das reicht. Oh. Danke, jetzt habe ich reichlich Kegel für meinen Unterricht. Also, das ist eine ganz einfache Übung. Ich will einfach schauen, wie du dich so machst, weil ich dich ja noch nie reiten gesehen habe. Probier es aus und dann sehen wir, ob du schon für das fortgeschrittene Training bereit bist. Okay, 125 Erfahrungspunkte gibt's. Und es sieht erstmal nach einer recht einfachen Strecke aus, ja. Okay, also wir mussten sie nicht aufstellen. Nur einsammeln hat gereicht. Oh, wir haben 10 Minuten Zeit. Also, ja, das finde ich doch schon ein bisschen viel für die Strecke. Sehr schön, da gab es nichts, was mir Sorgen machen müsste. Das hast du toll gemacht. Wenn du an einen anderen Unterricht teilnehmen willst, sehr gerne. Ja, natürlich. Tägliches Training, ja, Anfängersprungstunde der Bobcats ist okay. Ich würde dich gerne einen etwas anspruchsvolleren Springreitparcours ausprobieren lassen, aber es gibt da ein kleines Problemchen. Ich habe die Hindernisse für meine nächste Unterrichtsstunde aufgebaut und da sind mir die rosa Stangen des Clubs ausgegangen. Glücklicherweise hat mir Jenna Stangen geliehen, aber leider sind die grün. Und wie es scheint, verwenden die Erzrivalen des Clubs, die Bulldogs, genau diesen Grünton. Das geht gar nicht. Wie Loretta sagt, die Farbe der Bobcats ist rosa, immer und überall. Also würde ich sagen, wir malen die Stangen rosa an. Nimm dir eine Pinsel, je eher wir das erledigen, desto schneller kann dein Unterricht beginnen. Ja, aber wenn wir uns Stangen leihen, ehrlich gesagt, können wir nicht einfach alles umstreichen. Das geht nicht. Da müssen wir halt mit dem leben, was wir bekommen. Egal in welcher Farbe. Aber naja, ich hoffe, Jenna macht uns da dann nachher keinen Ärger. So, zwei noch und dann bin ich mal gespannt auf die nächste Rennstrecke. Und dann hoffe ich auch, dass wir die dritte auch bald machen können. Achso, vielleicht sollte ich erst nochmal mit unserem Pferd, ich weiß, ja, falsche Seite zum Aufsteigen. Macht man nicht.
Jetzt erstrahlen die Stangen in perfekten Bobcats rosa. Das wird Loretta gefallen. Also kann ich sie jetzt einsetzen. Die Farbe ist noch nass, also pass auf, dass Royal Secret gut über die Hindernisse kommt. Sonst hast du nachher ein Pferd mit Fell in der Clubfarbe. Naja, hieß es nicht alles und immer und überall? Nein. Okay, bist du bereit für deine zweite Unterrichtseinheit? Diese Strecke ist etwas komplexer als die letzte, aber immer noch nicht wirklich schwierig. Und natürlich müssen selbst die erfahrensten Reiter ab und an die Grundlagen wiederholen. Ja, genau. Wusstest du, dass die besten Springreiter der Welt im Training nur selten Hindernisse in der Höhe, wie sie in den Wettbewerben verlangt wird, einsetzen? Niedrigere Hindernisse wie das Cavaletti oder das Kreuz belasten das Pferd nicht, es verletzt sich nicht so leicht und so kann es länger trainieren. Na los, probier die Strecke aus, Lucy, du schaffst das. So, nochmal 125 Erfahrungspunkte für unser Royal Secret. Okay, links rum. Okay, also einmal eine 8, denke ich mal. Schafft er. Oh, noch mehr. Aber diese 10 Minuten? Also, dass man ein bisschen mehr Zeit gibt, finde ich okay, falls was schief geht. Das ist bei diesen Rennen wie New Hillcrest immer sehr ätzend. Wenn man einen Fehler macht, dann ist man doch sehr schnell ausgeschieden. Aber das finde ich jetzt ein bisschen viel. Ja, das war eine solide Leistung. Gute Haltung. Ich denke, du bist bereit, deine Fähigkeiten bald im Springreitparcours für Profis zu zeigen. Na dann, hoffe ich mal, dass wir den... Ja, machen wir offenbar gleich. Und in unseren bisherigen Trainingseinheit hast du wirklich geglänzt. Wenn du glaubst, dass du und Royal Secret bereit seid, habe ich etwas Schwierigeres für euch im Petto. Ein richtiger Springparcours, wie er euch auch bei einem Wettbewerb begegnen könnte. Mensch, so schwer war es nicht. Aber naja, bist du bereit? Dann legen wir los. Oh, ohne irgendwas vorbereiten zu müssen? Dann gucken wir mal. Ja, gut, wenn jetzt dieses Global Chat und so diese ganzen Sachen nicht immer stören würden, wäre es ganz gut. Der Parcours bis jetzt, ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann wird der letzte auch der Parcours sein, den nur die Star Rider wohl machen können. Das haben du uns Royal Secret ja gemeistert wie ein erfahrenes Springreitteam. Verglichen mit dem, was dir in der Welt des Wettbewerbs begegnet, ist dieser Kurs immer noch ziemlich einfach. Wenn du deine Fähigkeiten auf die nächste Ebene bringen möchtest, musst du auch woanders auf Jorvik trainieren. Ich habe gehört, dass die Reitarena in der Nähe von Silverglade einige besondere herausfordernde Parcours bietet. Ich hoffe natürlich, dass du noch weiter hier bei den Bobcats trainierst. Du bist meine Lieblingsschülerin. Sag ihr nicht, dass ich das gesagt habe, aber Loretta könnte noch ein, zwei Dinge von dir an Royal Secret lernen. Ja, das sollte man ihr wirklich nicht sagen. Es gibt aber noch Erfahrungspunkte bei den Bobcats. Und ich würde sagen, da ist das jetzt ja wieder wahr. Machen wir einfach alle Parcours nochmal hintereinander weg. Erstmal so zum warm werden. Es ist auf jeden Fall schön, dass hier nochmal mehr Rennen hingekommen sind. Weil der Platz war ja sonst... Ja, eventuell, wenn man mal Glück hatte und Tan hier vielleicht ein Rennen hatte oder... Ich glaube, Linda war auch mal hier, aber sonst war hier halt nicht so viel los. Jetzt wird da wenigstens, vielleicht beim täglichen Training öfter genutzt. So, dann haben wir hier den nächsten Parcours, der ist ja auch noch einfach gehalten. Jedes Mal 50 Erfahrungspunkte bei den Bobcats ist natürlich nicht verkehrt, ne? Also hätte man das früher gehabt. Ich
Ich muss mal gucken. Ich wollte ja irgendwann mal den Ruf sammeln, damit ich mir die weiße Bobcats-Hose holen kann. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, habe ich sie oder nicht. Also ich habe eine weiße Hose, aber das ist... Also ich habe auf jeden Fall eine andere weiße Hose. Wir gucken gleich mal, wie viel Ruf hier noch fehlt. Und dann ist das natürlich nicht verkehrt. Zum Leveln definitiv jetzt nicht schlecht. Bei Loretta, das Rennen müsst ihr auch Ruf bei den Bobcats geben. Tan hat ja Aufgaben für uns. Und ja. Wir können ja einfach mal hier Bobcat Boutique schauen. Ich glaube, die habe ich. Das, oder? Nee. Hier, weiße Bobcat-Hose. Bewundert mit Bobcats. Okay, wir haben den Ruf auf jeden Fall mittlerweile erreicht gehabt. Ich habe sie mir aber nie gekauft. Was irgendwie schade ist. Dafür habe ich die Gegenstände. Die trennen sie nicht. Naja. Ach so, weil die keine vernünftigen Werte hat. Gut. Also das macht sie auf jeden Fall für den Shop einfacher, den Ruf zu leveln. Okay. Dann würde ich aber sagen, war es das schon wieder. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.